Hier ist Anja und heute spielen wir mal Roblox Oberschule 2. Man kann sich hier eine Rolle auswählen und ich würde sagen, ich bin mal Cheerleader. Jetzt gerade ist keine Schulzeit. Ich spiele zusammen mit Tops und Flo, den Athleten und dem ich Schüler, wenn das richtig ist. Hey Tops, blöd die nicht selbst. Schnell rennen. Jetzt ist keine Schulzeit. Das ist die perfekte Zeit, um ein paar der vielen Dinge, die du machen kannst, zu erkunden. Hier zum Beispiel, okay, das Tutorial ignorieren wir jetzt mal einfach. Ja, ja, ja. Hier sehe ich auch schon unser... Warte, du bist Lehrer? Ich dachte, du bist Schüler. Guten Tag. Ey, kann man switchen? Warte mal, das kann ich ja noch Guten Tag, Herr. Ich mag Schnitzel. Wie geht es Ihnen denn gerade? Schüler. Guck mal, jetzt bin ich Schüler. Den ersten Tag hier und ich habe einen sehr guten Modestil. Ich bin Athlet, ja? Guckt euch meine Modis an. Kann... Hey, Tops, wie grüß hast du? Können Sie sich auch eine Ente auf den Kopf setzen? So wie ich? Aha. Oha, ey, wie geht das? Auf dem Avatar-Menü, wie mir gerade gezeigt wurde. Oh, wir können einen Schulclub wählen. Ich möchte keinem Schulclub beitreten, das wirkt nicht so. Okay, also ich habe eine Ente auf dem Kopf. Nee, ich möchte nicht in den... Oh, jetzt bist du ein Schüler. Oh ja, hi. Wen haben wir denn hier eigentlich? Hier ist jemand... Willst du nicht eigentlich schon in den Unterricht? Nee, es ist ja gerade keine Unterrichtsstunde. Guck mal oben, wir haben 7.30 Uhr. Da steht, wir haben gerade keinen Unterricht. Aber um 9 Uhr fängt Kunst an. Hätte jemand mit dem Auto? Was? Das Auto klauen. Nein, Tops. Tops, nein. Da fährt ein Hund Auto. Ist das legal? Darf der das? Darf der das? Der kann mich nicht erkennen, ich hab ne Verkleidung. Ich glaube, das ist, ich krieg tatsächlich bei dir keinen Namen angezeigt. Du bist einfach nur der Tütenmann. Guck dir das mal an. Ey, schau mal, die hat Englischflügel. Oh, das ist cool. Die hab ich nicht, ich hab nur die Ente. Ob man die rausreißen kann und für sich selbst benutzen. Ey, wann beginnt die Schule, ey? In einer Stunde. Warte, wir können uns ja schon mal in den Kunstraum teleportieren. Oh, lol, man kann... Oha, ja, du, Dings. Oh, okay. Oh, okay, meinst du, wir können dann hier malen? Warte mal, steche heraus. Ich bin im Kunstraum. Es ist cool, kreativ zu sein. Was haben wir noch? Oh, Kunst! Alles, was du brauchst, ist Vorstellungskraft. Okay, während sich das Ganze hier noch macht, gucke ich mal, was wir noch so machen können. Weil ich glaube, die Ente ist es nicht. Ich sag's euch, die Ente ist es nicht. Aber vielleicht... Ich glaub, nur eins zu schreiben. Oh, ich mache mir so Katzenöhrchen. Die sieht man gar nicht. Ja. Will ich jetzt Katzenöhrchen? Ja, aber die sind so klein. Ich will größere Katzenöhrchen. Mach dich doch gleich zum Osterhasen. Warte, soll ich das Nummer das Headset mit den Katzenöhrchen nehmen? Oh, hi, das sieht voll cool aus. Was haben wir noch? Oh mein Gott, es gibt so viel. Das ist ja verrückt. Das Twitch-Headset ist das. Das ist Twitch-Headset, das ist echt so. Oh, ich kann mir auch einen Einhornhelm machen. Oh, oder einen Pinguin. Oh, das ist so cool. Da gibt es so viel. Okay, ich will nicht zu viel machen, aber... Ich bin großer Fan. Ich als Cheerleader. Oh, jetzt muss ich aber zurück, weil. Speichern. Jetzt ist ja Kunstunterricht. Was ist denn gerade das Einhornhorn, Flo? Hey, siehst du das? Flo entdeckt gerade seine weibliche Seite. Hier ist ein Pferd. Okay, nachdem wir jetzt. Oh Gott. Spiel einen Spaß mit Avatar, ne? Ronja, ich seh dich. Ach. ist das so? Hey, Flo, du hast ja was im Auge. Danke, Tops. Oh nein, guck mal, der sieht aus wie ich. Sieht man, dass ich einfach kein Geld für Roblox-Klamotten ausgegeben habe, weil jeder Charakter, der weiblich ist, einfach original aussieht wie ich. Karma gebe ich dir dafür. Hey, wie mache ich das wieder weg? Achso. Ich habe 09786432261 i Karma gegeben. Ich brauche aber auch Karma. Ey, das ist cool. Du willst auch Karma? Ich brauche auch Karma. Ich gebe dir auch Karma, bitteschön. Ich gebe Patrick hier drüben auch Karma. Oh nein, was? Ronja hat dir Karma gegeben! Wie geht das? Auf die Leute klicken und dann kannst du jemanden. Die Zeit. Tops, sei leise, du bist auch nicht gerade schöner! Ich mag Schnitzel, hat dir einen Karma gegeben. Ich weiß so ehrlich gesagt nicht, was Karma bringt. Ich kenne Karma nur von Reddit, aber. Ist ja. Also. Oh, Kunde. Stunde 1 fängt an. Los! Lass uns hinten zusammensetzen. Warte, hinten rechts? Letzte Reihe. Oh nein, warte, ich bin schon aufgestanden. Schnell zurück. Ich sitze. Ja. Okay, Flo, setz dich. Willst du in die Mitte? Ja, ich will in die Mitte. Auf geht's. Du musst dich bewegen, Ronja. Okay, okay, Kunst beginnt gleich. Oh, da oben ist ein Countdown. Müssen wir was malen? Ich bin auch so aufgeregt. Oha, ey, das ist voll cool. Das ist voll cool. Da hat man. Ist es so. Oh,
Bild innerhalb des Zeitlimits so viele Gemälde wie möglich nach. Klicke auf die Quadrate auf der Leinwand, um die Farbe zu ändern. Gut, dass wir Scribble.io trainieren. Oh weia. Bilde dieses Gemälde nach. Oh, das ist relativ simpel. Ich krieg das hin, ich bin Erster. Warte mal. Das ist relativ einfach. Ja, du musst das dingsen, oder? Was für ein Ding soll ich denn machen? Also, ja, das links auf der Seite. Was du links siehst, du Dumbo. Ach so. Ich wollte es jetzt nicht mit solchen Kraftausdrücken hier ausdrücken, aber was du links siehst, du Dumbo. Ja, ich hab's. Okay, oh, warte, es kommt noch eins. Warte, nee, hier fehlt noch was. Ein kleiner Tipp. Macht am besten zuerst alle von einer Farbe und dann die nächste Farbe. Nice. Macht zuerst alle grünen, dann blau, dann rot. Das ist viel einfacher. Ich arbeite mich durch die Reihen durch. Das geht eigentlich auch ganz gut. Ich hab's davor mit der anderen Methode gemacht, aber das hat mir unnötig Zeit gekostet. Was meinst du, wie gut die anderen sind? Ey, ich finde das Bild hier. Oh, ich hab das zweite Gemälde schon fertig. Wie weit seid ihr? Oh, ich bin gerade im dritten schon. Oh, okay, kleine Angabe. Ey, also ich finde die Bilder hier haben einen äußerst tiefen Hintergrund. Das zeigt so. Wie nennst du dein Gemälde? Ich nenne meins, wilde Natur. Oh, okay. Nein, ich hab meins falsch gemacht. Alles klar, dann benenn deins halt Manfred. Tops, wie nennst du dein Bild? Das braucht einen Namen. Tops, wie ist dein Bild? Tops kann nicht reden, Tops ist zu konzentriert. Ja, ich muss das richtig machen. Ey, pass auf, gleich geht Tops in dem Haus wieder kaputt. Das ist der Vorteil an dem Spiel. Da kann das nicht passieren, dass auf einmal eine gerade Linie gezeichnet wird. Oh mein Gott, ich bin Dings, ich bin Rank 1 gleich hier. Ich bin Erster. Oh, warte, gibt's irgendwo ein Rating? Sieht man, wie weit die Leute sind? Ich bin Top 500. Alles klar. Ich bin Challenger. Das nächste Bild. Oh, wir haben noch 20 Sekunden. Wir können noch, ich sage, ich schaffe noch ein Bild. Ja, da oben ist noch der Counter. Okay, pass mal auf, das Bild schaffe ich jetzt in Rekordzeit. Ich habe jetzt das dritte fertig. Ja, okay. Ich bin gerade beim sechsten. Ich bin, glaube ich, auch beim fünften. Yeah. Oder sechsten. Nein, Abschluss! Oh nein, Abschluss! Oh, ich habe es nicht fertig gekriegt. Oh nein! Ja! Ich hab 5! Du hast ein B plus? Ey, guck mal, die meisten haben. Ich hab B plus! Wir haben beide ein B plus, Tops hat ein B minus. Ich hab aber ein Gemälde mehr als du. Oh, ich hab. Oh, Wissenschaft und Technik beginnt gleich. Oh, okay. Wissenschaft und Technik. Wann fängt denn Wissenschaft und Technik an? Aber erst um 10. Das heißt, wir haben 10 Minuten Zeit. Warte, können wir hier raus oder sollten wir uns wirklich immer teleportieren? Einfach durch die Tür, einfach durch die Tür. Ich schau mal hier, der Fluch hier. Warte. Oh, man kann wirklich einfach durch die Tür. Warte, soll ich auch mein Skateboard rausholen? Inventar, Fahrzeuge. Ich habe nur ein Auto. Ich habe so ein Rostwagen. Oh, man darf das Auto kann nicht. Kann man nur hier von der Straße platzieren. Egal, dann teleportiere ich mich schon mal zu Wissenschaft und Technik. Das ist ja auch okay. Wir haben überall diese Motivationsposter. Vergiss niemals Spaß zu haben. Sie sieht wirklich glücklich aus. Sie hat Spaß. Guck dir das mal an. Sicherheit zuerst. Erleuchte dich selbst? Warum bist du eine Hexe? Ja, genau. Wir sind Lerner fürs Leben. Der sieht auch aus wie so ein Lerner fürs Leben. Guck mal, dem wächst ein Geweih aus dem Kopf. Wie so ein richtiger Larry. Sicherheit zuerst, guck mal. Vergesse niemals Spaß zu haben. Oh mein Gott, ich hätte es fast vergessen. Ja, guck mal. Ich frag mich, ob hier in den Schränken irgendwas ist, was man klauen kann. Es geht los. Wo setzen wir uns hin? Oh, warte, sollen wir uns links wieder... Links hinten. Warte, ich setz mich zu dir. Guck mal, die Windschwackel wollte zu dir. Jetzt setzt sie sich zu Tops. Oh nein, wir müssen... Los. Warte, ich hab losgedrückt. Ich hab auch was? Wir müssen... Okay, wir müssen wieder... Ich sitze hier. Okay, jetzt sitze ich neben Nadine. Okay, dann setze ich mich zu Tops. Warte, ich setz mich zu euch. Flo, ist das wichtiger, ist das 23? Oh mein Gott! Quadratwurzel. Okay. Hey, guck mal, Ronne, die vor dir heißt Rionjamin. Okay. Und jetzt beginnt's. Auf geht's, jetzt werden wir die Quadratwurzeln ziehen. Metallteile sind in der ganzen Schule verstreut. Sammeln so viele wie möglich für das Team Rot. Ich bin Team Rot, wer ist Team Rot? Ich bin Team Rot. Wir sind alle Team Rot? Metallteile, ich hab Metallteile. Ja, hier, sammel die Dings, die. Oh, okay. Die Schrauben. Okay. Oh Gott. Ich glaube, die magnetisieren so ein bisschen zu dir. Oh ne, ich habe erst eins gesammelt. Jetzt habe ich zwei gesammelt. Wow, ich bin so ein Metallteilsammler. Okay, drauf. Es gibt ungefähr 10 Leute, die das besser können. Oh, hier sind ganz viele. Jackpot. Wir führen Team Rot. Oh, warte, ich bin einfach durchgerannt. Ja, im zweiten Stock, Tops, ich bin neben dir. Ah, die haben Delay. Oh, warte, im zweiten Stock. Oh, wir führen richtig Team hart. Team Rot gewinnt, aber hart. Oh, guck mal, hier ist ein Klamottengeschäft, sehe ich gerade. Cool. Echt? Ja.
Oh, hier sind so viele. Leben nicht mehr klar. Team Blau stinkt richtig ab. Team Blau sieht kein Land mehr. Bist du auch Team Blau, Ronja? Na, ich bin Team Rot. Alle Team Rot. Nein. Nice. Schrauben bringt 10, wusstet ihr das? Was ist? Schrauben bringt 10. Schrauben? Schrauben. Es gibt ja Schrauben und Muttern. Oder meinst du das Goldene? Nein, Schrauben und Muttern. Hey, was ist, was ist unter, also warte mal. Hey, das Goldene sind alles bringt Schrauben. 20. Nein, also nee, das sind keine Muttern, das sind, wie heißen die Dinger? Oh, jetzt habe ich eine Schraube Muttern gefunden. Das sind doch die anderen, oder? Was meinst du? Oh nee, das ist ja, Scheiben. Ja, das sind Muttern. Muttern sind hier. Muttern. Oh, wow, ja, Team Rot. Guck mal, 1700. Der Sieger heißt Team Rot. Oh, Tops mit dem A+. Ich hab nur A. Ich hab ein B. Ich war Frisst das Team Blau. Frisst das. Guck mal hier. Ebrolein und Selenalu haben beide ein F gekriegt. So, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Roblox kommt jetzt jede Woche Dienstag auf meinem Kanal. Also könnt ihr euch schon mal auf die Fortsetzung nächste Woche freuen. Ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!